das läuft nicht so rund. Schade. Hätte ich jetzt gerne gezeigt, wie es funktioniert, aber stattdessen machen wir schon wieder Marmelade. Wie schnell ist die denn fertig? Und da oben noch ein paar Batterien, die räume ich auf jeden Fall raus, denn wenn es jetzt gewittert, dann kriegen wir noch mehr Batterien, das wäre ganz toll. So. Wie viel kostet es denn nochmal, das Haus aufzuwerten? Wie viel kostet das nochmal, das Haus aufzuwerten? Das weiß ich gerade nicht auswendig. Habe ich den Leben, wollte ich hier reinpacken, ne? Das war's. Stehe ich gerade davor, wie bestellt und nicht abgeholt. So. Oh. Ist das Qualitätshonig? Poppy Honey. Yeah. Pop, zweimal Poppy Honey. Großartig. Der Poppy Honey, der ist mega gut, wertvoll. Ah, ja, fürs Haus fehlt uns was anderes. Das ist das Problem. Pass mal, ich schmeiß das mal alles hier rein, ne? Also lalalala, ist jetzt erstmal egal. Zack. Das nehme ich alles mit. Den Poppy Honey kann ich gleich noch verkaufen. Was mir noch fehlt, ist ja nicht die Kohle. Was mir fehlt, ist nicht die Kohle, sondern die nötige Härte. Die nötige Härte fehlt mir leider. Ich muss noch härter werden, damit wir es hinkriegen. So. Wir brauchen Hardwood. Hardwood. Lalalala. Dann können wir unser Haus erweitern und dann können wir nämlich noch eine Sache machen. Ja, die schon sehr oft angefragt wurde. Nämlich angeln gehen. Mit einem besseren Haus. So, das ist natürlich der Plan. Leute fragen mich immer wieder bei Stardew Valley, Mensch, kannst du nicht nochmal mehr angeln gehen? Gronki, alte Flitsche, kannst du vielleicht nochmal zeigen, wie das so aussieht? Und kannst du vielleicht nochmal ein paar Mal Hit It sagen oder To The Max? Das fehlt uns sehr. Wir hören das einfach nicht oft genug und wir sehen es nicht oft genug, wie das Angeln. Das höre ich immer wieder, ständig. So. Es sind lauter Angelnarren umtriebig. So, Hardwood haben wir. 125 brauchen wir noch. Ich glaube, ein, zwei Ründchen. Ja, zwei, drei eher. So, hier. Ciao. Okay, tschüss. Alter Blob. La da dam 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 dam. So. Ja, das mit dem Angeln sollten wir wirklich mal langsam machen, oder? Dass wir da endlich mal wirklich ein bisschen angeln gehen. Das habe ich voll vernachlässigt in letzter Zeit. Das tut mir natürlich auch leid. Ich möchte ja alles zeigen vom Spiel und dann gehe ich einfach gar nicht angeln. Das ist schade. Ist echt schade. Da gibt es noch so viele Fische da draußen, die wir noch angeln müssen. Und wahrscheinlich stimmt das auch. So, 7. Die Batterien kommen natürlich, ihr wisst es bereits. So. Ich schiebe mal kurz den faulen Hund hier weg. Die Batterien kommen natürlich direkt hier hin. 18 Stück haben wir jetzt. Großartig. Sag mal, kann man bei der Hochzeit eigentlich Mützen tragen? Geht das? Nur mal so für später? Nur mal so für später? Hm? Ob das eine gute Idee ist? Oh, Entschuldigung. Ist mir aus Versehen passiert. So, jetzt mache ich mal Folgendes. Ich verkaufe nochmal den Poppy Honey. Ich möchte nämlich wissen, wie viel er jetzt bringt im Unterschied zum anderen. Das Gute ist, ich habe mir den Unterschied gar nicht gemerkt. So. Tja. Ach, es ist schon 22 Uhr? Was habe ich noch heute gemacht? Gefühlt habe ich gar nichts gemacht heute. Okay, da wir eh Pech hatten, haben wir natürlich auch keine Ärzte gefunden. So, clear and sunny. Morgen wird es wieder sonnig. Das heißt, weißt du was? Ich gehe jetzt mal früher schlafen. Wir müssen ja nicht jeden Tag immer. So. Vor allen Dingen habe ich aus Versehen die Flöte berührt. Da bin ich müde geworden. Ja, gut. Poppy Honey bringt auf jeden Fall nicht wenig, möchte ich feststellen. Es bringt nicht wenig. Aber so alles in allem ist das ja auch eher so für nebenbei, glaube ich.
So, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. 65.000. Oh, fast hätte ich vergessen. So, einfach am Vorbeigehen mal kurz die Flöte geschüttelt. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz gucken. Ah. Oh, Alter. Ne. Es ist Erntezeit. Oh Gott, ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Oh Gott, 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 oh Gott. Wir werden nicht alle verkaufen. Wir werden nicht alle verkaufen. Ein paar werde ich für Marmelade und Wein behalten. Denn ich bilde mir ein, dass wir dann noch wesentlich größere... Ach, da ist ja der Blitz eingeschlagen irgendwann mal. Ich bilde mir ein, dass wir dann noch wesentlich größere Gewinnspannen rauskriegen. So, lalalalalala. Dafür können wir die Cranberries dann verkaufen. So. Kasching, kasching, kasching. Kasching, kasching, kasching. Mist, und ich habe gestern neue Marmelade angefangen. Das ist natürlich ärgerlich, aber egal. Dauert ja, glaube ich, nur 2 Tage oder so. So. Ei, 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 ei. Ich habe Angst vor dem Ergebnis. Ich habe Angst vor dem Ergebnis. Die Dinger waren schweineteuer. Ich hoffe, die bringen auch genauso viel ein, wie sie gekostet haben. Also, ich hoffe natürlich mit Gewinnmarge. Wäre schön. Würde ich mich freuen. Ich hoffe nur in Relation zu den anderen Früchten. Die haben so 100 Gold gekostet immer. Und die hier 400. Ich hoffe, die Relation ist da entsprechend. Wäre schön. Würde ich mich freuen. Und die Melonen sind auch reif. Und der Weizen auch. Gemeindehaus freut sich. Was war das andere, was wir da gepflanzt haben? Ich weiß gar nicht mehr. Hatte ich da was aus dem Prinzip gepflanzt? Sieht aus wie Bohnen. Ja, wissen wir doch. Dum, dum, dum. La, 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 la. So. Mist, mit diesen Rare Seeds würde ich gerne noch den Herbst abwarten, ne? Die Rare Seeds kann man nur im Herbst pflanzen, aber ich würde die gerne pflanzen, ernten und dann nochmal in unseren Seed-Dingens da packen. So, haben wir denn genug Melonen? 5 Melonen! Oh, Alter, 157! Oh, Alter! Alter, Alter, Alter! Was ist das da? Was ist das da? Was ist das da? Das ist nicht reif. Okay. Und für das Weizen brauchen wir die Sense. Alter Schwede. Ja, läuft auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal ganz kurz eine Frage stellen. Wenn ich jetzt die goldenen kältere, ne? Also wenn ich die goldenen in die Weinfässer packe, kriegen wir dann entsprechend auch goldenen Wein raus? Oder ist das dann einfach nur, kommt normaler Wein raus? Lohnt sich das, wenn ich die goldenen behalte? Oder reicht das, wenn ich die normalen behalte, von denen wir echt wenig haben? Okay. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir uns ja einig, es passiert Folgendes. Die haben wir noch gar nicht gefüllt. Yeah! Star! Jubilee. Okay, die Frage ist nur, was behalten wir denn jetzt? Wir behalten die 36 hier, die 31 hier können wir verkaufen. Die wechseln sich pünktlich ab. Die 134 würde ich behalten und die goldenen verkaufe ich. So mache ich es dann. Ich glaube, so mache ich es. Die Melonen haben wir 5 Stück. Ich glaube, wir brauchen 4 Stück noch in der Kiste, ne? 1, 2, 3, 4. So, dann können wir die ja nämlich auch abgeben. Melone und Tomate. Ich guck mal ganz kurz. Melone, Tomate. Ja, da fehlt noch das andere. Pumpkin. Ach, Korn. Ja, stimmt. Wir machen ja Korn.
So. Was wir jetzt nochmal ganz kurz machen, wir verkaufen das über Nacht und von dem Gewinn kaufen wir uns nochmal Starfrucht. Und bringen das morgen dann wieder aus. Verstehst du? Und sobald die da oben durch sind, baue ich vielleicht noch ein paar Weinfässer hin. Weil ich glaube, da, ne, Wein bringt offenbar richtig, richtig viel Kohle. Wein bringt richtig viel Kohle. Deswegen würde ich gerne vielleicht noch ein paar Weinfässer bauen. Ich weiß noch, ob wir die hier stehen lassen. Ob wir da vielleicht noch extra so eine Weinanlage bauen oder irgendwas. Und dann hauen wir da auf jeden Fall direkt alle draus. Habe ich davon gerade was übrig? Warte mal, ich guck mal ganz kurz was. Summer Seed Strawberry. Ja, Starfrucht habe ich gerade nicht übrig. Ich glaube, die brauchen... Grübel. Ich war der Meinung vom letzten Mal, dass die Starfrucht-Dinger weniger Zeit brauchen. Aber vielleicht habe ich mich da getäuscht. Vielleicht habe ich mich da getäuscht. Dann kaufen wir jetzt eben das, was wir kriegen können. Und dann gucken wir mal. Dann müsste es hoffentlich genau am letzten Tag irgendwie. Ja, Pam, beeil dich mal. Ich bin immer dein Zuckerarsch hier. Ja, ich komm schon, ich komm schon. So. Machen wir. Und ab geht's. So, ausgestiegen dabei sein. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz gucken. Wie viele Tage brauchen die? Die brauchen 13 Tage, nicht 14. Die brauchen 13 Tage. Ich wusste es doch. Ich hab's doch gewusst. Schrödingers Chat. Man sollte niemals drauf hören. Na egal. Wir nehmen mit, was wir schleppen können. 336 brauchten wir. Ich wollte das Haus erweitern. 155, komm, da haben wir die Hälfte heute, die Hälfte morgen. So. Alter, voll am Ruckeln hier gerade. So. Dim, 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 dim. So. Ah, das Pferdchen. So ein liebes Pferdchen. So. Gut, wir pflanzen ein, was wir haben. Und dann gucken wir mal. So, alles ausbringen, alles. Ist das schön, wenn man die Felder nicht mehr komplett machen muss? Also hier mit Gießen und sowas. So, ich bin mal gespannt, wie viel Kohle wir da rauskriegen, wie viel Kohle wir da rausschlagen können. Wir sammeln da noch ein bisschen Hardwood, dann können wir das Haus ja eh nochmal ein bisschen dekorieren, ne, ein bisschen ausbauen und so. So. Ich frage mich generell, wie das ist, wenn man ewig viele Fässer hat. Wenn man ewig, ewig viele Fässer hat. Also von denen hier, wenn man ewig viele Fässer hat, sagen wir 100, wie viel Kohle man damit wohl machen kann. Wie viel Kohle man da machen kann, das frage ich mich mal. So. Jetzt aber erstmal Ernte ist rum. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier hätte ich eigentlich pflanzen sollen, ne? Ich bin doof. Egal. Nein. Hallo. Nein, Mann, geh doch einfach dahin.
So. Gut. Wieso steht da eigentlich nie Eat this large duck? Komisch. So. Ach, guck mal, Evil ist groß geworden. Und hat ein Ei gelegt. Evil hat ein Ei gelegt. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Platz haben für ein Ei, für so ein Evil-Ei. Void Egg, a jet black egg with red flecks. It's warm to the touch. Was passiert, wenn wir daraus Mayonnaise machen? Also wenn das jetzt wirklich Eier legt... Ich würde eins gerne hier oben reinlegen, aus Prinzip. Und aus einem würde ich dann später gerne Mayonnaise machen, aus Prinzip. So. Mayonnaise, Mayonnaise, Blankenese. So. Hallo, 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 hallo. So, dann müssen wir gleich nochmal Dingens fürs Gemeindehaus, müssen wir gleich nochmal da ernten. So, gut. Natürlich. Und jetzt nochmal... Einmal bitte den Eimer voll pullern, liebe Betschwestern. Das wäre ganz zauberhaft. Vielen Dank. Nein! Okay, hat nicht gemolken. Jetzt. So, 4 normale Eimer. Nein, keine Milch trinken. Und erstmal natürlich hier den hier. Hallo? Darf ich mal kurz? Und dann machen wir hier auch mal die Klappe auf. Dann können die nämlich mal ein bisschen an die frische Luft. Da riecht nämlich auch schon wieder streng hier drin. Oh, Alter. Nach Äpfeln der besonderen Art. So. Dum du du dum du dum dum du dum dum dum. Was wollte ich jetzt? Also erstmal Mayo verkaufen, natürlich wie immer. Ah ja, ich weiß, was ich jetzt machen wollte. Ich nehme diese Sense. Sensedüne. Kennst du vielleicht Sensedüne? Damit rasiert man das Zahnfleisch, bis keins mehr da ist. Das verschafft dir das einzigartige Joker-Lächeln. So. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, wir haben genug davon. Ich hoffe, wir haben genug davon. Denn ich habe genug davon. So, wie viel haben wir? 8, 8, 8. Okay, wir haben genug davon. 10 braucht man, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und hiervon brauchen wir 1, 2, 3, 4. Die Tomate. Dann reiten wir nochmal kurz ins Gemeindehaus. Bringen wir das nochmal eben schnell weg, oder? So. Lalala. Dam, dam, da. Aus dem Weg! Ich habe es eilig! Alles fürs Gemeindezentrum! Alles fürs Gemeindezentrum! So. 2 Sterne fehlen uns noch. Und jetzt hauen die wieder ab, weißt du? Das ist immer das Gleiche. Hallo? So. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ehrlich gesagt. Fodder. Das packen wir mal hier rein. 3 Äpfel. Ah, die Apfelbäume wachsen ja gerade noch. Die sind erst im Herbst fertig. Das Fodder kriegen wir so schnell nicht vorbei. Voll. Pomegranate wächst, glaube ich, gerade auch noch, ne? Dann haben wir das hier auch schon mal voll. Also läuft eigentlich. Gemeindehaustechnisch läuft momentan so ein bisschen. Da oben fehlt bestimmt noch was. In diesem fürchterlichen Raum. Ja, hier fehlt noch ein bisschen was. Und jetzt brauchen wir noch die 5 Mais und dann sind wir alle zufrieden. Dann sind wir alle zufrieden. Und jetzt gehen wir zu Joja. Und geben das Gemeindezentrum. Weil es ja unsere Wahl ist. Wir sind gerade frisch zugezogen, weißt du, und wir entscheiden um das Gemeindezentrum letzten Endes. Schön. So. Ich habe keinen Witz gemacht. Wir gehen zu Joja und gucken mal, ob wir da vielleicht verkaufen können. Natürlich arbeitet er bei Joja. Ist ja klar. So. Membership. Ah ja, Louis. Mhm. 5000. Ah, die haben wir gerade nicht. Ah, schade. Sonst hätte ich das natürlich mal gemacht. Ah, schade. Schade, schade. Ah, schade.
Ich hätte es jetzt natürlich voll durchgezogen, damit die ganze Arbeit, die wir gemacht haben, voll für den Arsch ist. Das wäre so schön gewesen. Guck mal, die Alte, ne, die arbeitet nie. Die arbeitet einfach nie. Die erzählt immer, was sie noch alles machen muss, aber die hängt immer nur in der Gegend rum und macht nix. So. Dum, du, dum. So. War doch klar. Also wer daran gezweifelt hat, Greenhouse, wollen wir nämlich unbedingt haben. Yeah. Juhu. Yeah. Okay, was fehlt jetzt noch? Mais. Dann kriegen wir das Treibhaus. Und den vorletzten Stern. Den vorletzten Stern. So. Halt! Warte, ich guck mal ganz kurz hier. Slime Hunter to slay rats. Was? In den Deep Lava Caverns of the Local Mine. Warum nicht? Warum nicht? Okay. Manchmal habe ich so Geistesblitze, was ich noch machen wollte, und dann weiß ich im nächsten Augenblick schon wieder nicht mehr, was ich machen wollte. Das sind genau diese Geistesblitze, wegen denen man in die Küche geht. Weißt du, was ich meine? Ach, ich weiß wieder, was ich machen wollte. So, man geht in die Küche und geht dann wieder weg. Und hat dann doch nichts gemacht. Immer. So. Ah, guck mal, was man hier kaufen kann. Ist jetzt aber auch egal. Refined Quartz, aber ich wollte es ja auch nicht hier kaufen. Red Armchair, den finde ich schön. Oh, Rare Seed. Das finde ich ganz gut. Und ein Red Armchair, weißt du was, den holen wir uns jetzt auch mal. Warum nicht? Hier fliegen Pollen durch die Gegend. So. Ja. Komisch, dass wir jetzt langsamer werden, obwohl das Pferd nicht getroffen wird. Das verstehe ich nicht. So. Nehmen wir alles mit. Oh. So. Ja, ich weiß. Und es funktioniert immer. Es funktioniert immer. So. Ja, ist ja gut. Haben wir den auch mal. Freunde, Leute, ich habe doch echt keine Zeit für euer Kappes. Ich bin doch hier schnell auf der Durchreise. 137, es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel. So. Gut, es wird wieder dunkel. Was machen wir heute noch? Ich glaube nicht mehr so viel. Angepflanzt haben wir. Oh Gott, ich will wissen, wie viel Geld wir jetzt zusammenkriegen mit dem Ding. Das würde ich gerne wissen. So. Nach Regen. Ich glaube, nach Regen wächst hier immer viel nach. Kann das sein? Hast du das Gefühl, nach Regen wächst immer alles? Gucke hier. Kann ich auch. Boah, ich hoffe, der Wein ist bald durch. Okay, jetzt mal ganz kurz gucken. Was können wir weglegen? Die Melonen, ganz ehrlich, die Melonen brauchen wir so gesehen auch nicht mehr. Zack, zack. Bin ich ganz ehrlich. So, Sepp kommt da rein, der Slime kommt da nicht rein, das Ding kommt da rein. Den hier, ja, weiß ich, brauchen wir gerade eigentlich gar nicht. Die Eier können wir in den Kühlschrank legen. Die muss ich auch nicht unbedingt verkaufen. Nein, ich wollte hier. So, Eier in den Kühlschrank. Dann den Rare müssen wir auf jeden Fall noch ablegen. Ich finde es gut, dass man das Möbel nicht drehen kann, weil jetzt haben wir hier ein Sofa. So. Und wir können es auch nicht benutzen. Warum kann man es nicht benutzen? Man hat so schöne Sachen, das sieht alles ganz cool aus. Man kann mal nichts benutzen. Das finde ich ein bisschen schade. Schade. So. Das mache ich immer mal ganz schnell. Hätte ich auch das Pferd nehmen können, aber egal.
dum 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 dum. Flimmert gerade irgendwie schon wieder. Ah, übrigens, man kann Möbel drehen. Ah, cool. Wusste ich gar nicht, aber ja, gut zu wissen. Was kann man denn noch alles drehen? Will ich hier noch irgendwas anderes drehen? Ja, den kann man nicht drehen, siehst du? Deswegen dachte ich mir, man kann ihn nicht drehen. Ich war mir fast sicher, dass es nicht ging. Also zumindest bei einigen Sachen offenbar. MDR Kultur. Ich stieg hinab in das finstere Glimmen meines Unterbewussten und öffnete eine Tür. Augen sahen mich an. Sie gehörten mir. Es waren meine Augen. Sie rollten fort ins Dunkle, in den Tod. MDR Kultur. Kennst du diese komischen Radiosender? Ich weiß es nicht. So, das war keine Kultur. So. Alter! Boah, was ist denn hier los? Alter! Nice! Nice one. Okay, das gefällt mir sehr, sehr gut. Cranberries, ihr könnt nach Hause gehen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. 207.000! Fick die Henne! Also nicht wörtlich gemeint, aber Alter! Hab ich hier... Warte! 207.000! Boah! Krass. Tja, dann, was machen wir jetzt? Was machen wir denn jetzt? Kluckeli-klu, kluckeli-klu. 214.000. Ah, danke schön. Ja, easy. Und der Wein ist fertig. Und Post und alles. Yeah. Oh ja, das habe ich. Oh, das habe ich vergessen. Aber egal. Nein, bloß nicht trinken. Der Wein, das kann gar nicht sein. Er schmeckt so fein. Warte. Bloß keinen blöden Gesang anstimmen jetzt. So, was wollte ich machen? Ich wollte Weinfässer bauen. Erstmal ganz kurz, was ist hier los? Lieber Bauer Erik, ich würde meiner Frau gerne eine Starfrucht... Was? Was? Ich kann sie ja nur annehmen. Geht ja nicht anders. Dieser Kent. Ich kenn den gar nicht, den Kent. Lila Starfrucht. Extra viele Fruchtstücke. Er ist Joghurt ganz naturbelassen. Mit Zott. Ich würde gerne die Dinger hier abnehmen. Ich weiß noch nicht genau, wo die hinpacken. Ich weiß noch nicht genau, wo die hinpacken. Ich überlege gerade nicht. Wo soll man die denn hin tun? Okay, folgendes. Wir machen das folgendermaßen. Nein! Oh, ach, fast. Hätte ich fast einen Fehler gemacht. Einen strategogartischen Fehler. Und schon wieder, Alter, schon wieder ein schwarzes Ei. Wie fleißig. Ganz viel Evil-Liebe. Huch. So. So, nein, nicht essen. Oh, da ist noch ein Entenei. Ciao, Freunde. Und jetzt geht hinaus und tollt herum.